Ja, die zijn natuurlijk goed erop, hè. Schön te zien, zoveel lachen nou op de gezichten en zo. En ja, super. Ja, die zijn op jeden Fall goed drauf. Wie immer beim Spiel auch. Also, schönes Tag und einfach nutzen wir den Abend heute. Ja, sehr cool. Wie man sieht, ist richtig viel los. Das finde ich überragend. Und schönes Gefühl, dass man so von den Fans unterstützt wird. Kinder, wie schaut's aus? Macht Spaß? Ja, macht sehr Spaß, aber ich muss kurz ein Foto machen. Hoffe, wie nimmst du die ganze Veranstaltung hier wahr? Große Fan-Weihnachtsfeier bei 96 heute? Ja, super. Also, wir gucken in viele strahlende Gesichter und genau darum geht's. Ne? Wir werden bei den Heimspielen tatkräftig unterstützt, haben leider nicht geschafft, in den letzten Heimspielen bis aufs Ingolstadt-Spiel so überzeugend zu sein. Von daher ist es ganz toll, dass wir hier zusammen sind und wir den Leuten ein Lächeln aufs Gesicht zaubern können. Aber die Bayern kommen ja noch, die fiedeln wir ja weg, oder? Ja, richtig. Da brauchen wir natürlich jeden einzelnen Fan. Von daher können wir hier schon für gute Stimmung sorgen. Okay, ich bin so glücklich. Ich bin hier mit der alle. Und ich habe es wichtig für die Kinder, für den Vater, für die Mama. Und es ist ein schöner Abend heute hier. Klar, immer wieder schön. Die Fans unterstützen uns das ganze Jahr. Und heute ist so ein Tag, wo wir den Fans auch was zurückgeben können. Hier ist es ähnlich wie in Freiburg, haben wir es auch so familiär gestaltet und ja, die Fans können uns mal näher kommen und ich glaube, es ist eine gute Geschichte für die. Capitano, ich muss mich einmal kurz dazwischen drängeln. Wahnsinn, was hier los ist heute, wieder Fan-Weihnachtsfeier. Wie nimmst du die ganze Veranstaltung wahr? Ja, schön, dass so viele Leute gekommen sind. Stimmung ist auch sehr, sehr gut. Von daher genießen wir jetzt den Abend und hoffen natürlich, dass wir jedem Autogrammwunsch und jedem Fotowunsch natürlich nachkommen können. Dass auch jeder zufrieden nach Hause gehen kann. Die Leute. Synchronmänner oder was? Ja, klar. Das ist ja komplett verrückt. Ich glaube, dass es insgesamt eine sehr schöne Veranstaltung ist. Wir haben sehr, sehr viele Gäste. Es sind auch knapp 800 Personen hier. Die Leute sind alle fröhlich, glücklich. Die Mannschaft genauso, wie man sich Weihnachten vorstellt. Und das ist irgendwie das, was wir wollten. Und ich glaube, das bringen wir heute 1:1 alle, wie wir sind, Hannover 96, Fans, Mannschaft, Mitarbeiter, so rüber. Und das ist Weihnachten, freue ich mich. Finde ich gut. Also.